Na toll. Wächtereinheit direkt. Ah, warte mal, aber ich weiß, wie ich sie rufen kann. Okay, pass auf. Ich weiß, wie wir ganz schnell Sterne kriegen. Kohlenstoff kann erstmal soweit weg, die paar Dinger. Eisen kann weg. Eisen kann weg. Kohlenstoff kann ein oder zwei auch weg. Können wir irgendwas übertragen noch am Schiff? Gold können wir noch übertragen. Haben wir noch Gold hier drin? Nein. So, warte mal. Okay, vier Plätze. Probieren wir was. Da kommt sofort die Elite-Einheit, glaube ich, wenn ich das... Alter, auf jeden Fall. Wo? 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 Wo denn? Wo? Wo denn? Wo ist die Elite-Einheit? Ich verstehe das nicht. Wo denn? Ach, da. Wieso treffe ich sie nicht? Wieso treffe ich sie nicht? Ach komm, das ist so lächerlich. Das ist so witzlos, ne? Ganz ehrlich. Die steht einfach mitten irgendwo im... Komm, ey, das ist ein Witz, ne? Die steht mitten irgendwo auf dem Nichts, auf dem Berg von Nichts. Und sie meint, mich angreifen zu müssen. So ein Witz, ne? Und du hau ab, Alter. Geh mir nicht auf den Sender. Ja, Schild deaktiviert. Wenn ich wüsste, wo die... Scheiß fucking Elite-Einheit wäre. Mann, ey, das gibt's gar nicht. Sie stirbt nicht. Sie stirbt einfach nicht. Und ich bin gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. Kann ich irgendwie Leben irgendwie auffüllen? Ach, fick dich, ohne Scheiß, fick dich, scheiß Arschlochspiel. Sonst geht die scheiß Drohne, geht's kaputt und jetzt auf einmal nicht, oder was? Fick dich, du scheiß Spiel, ohne Scheiß, fuck you. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Weißt, die ganze Zeit funktioniert das, mit der Drohne, oder mit der Elite-Einheit, dass du die mit der Granate, dass du die mit der, was ist offline für eine Technologie? Nee, oder? Dass du die ganze Zeit mit der Granate die erledigst und jetzt auf einmal stirbst du nicht. Ach, fick dich, ohne Scheiß. So witzlos. Willst du mal was ausprobieren und geht nicht? Aua. Und so viel zu gemütlich. Ja, wenn du was ausprobieren willst, weißt du, und das Spiel sagt, ja, am Anfang funktioniert's und jetzt funktioniert's nicht mehr, ist lächerlich. Weil du hast es gerade gesehen, ich habe 3-4 Mal mit der Granate drauf geballert und er stirbt nicht. Es ist so lächerlich. Na? Und komischerweise jetzt gerade funktioniert es gar nicht. Das verstehe ich nicht. Warum? Warum funktioniert das gerade nicht? So. Was brauchen wir denn hier? Na, natürlich Chrysonit und... Na, ach komm. Jetzt geht natürlich alles auch noch kaputt und so, aber... Ich will es trotzdem ausprobieren. Ich will es trotzdem ausprobieren. Jetzt scheiße ich auch was auf das Aluminium. So, wo waren diese Kugeln gewesen? Die Dinger da. Wo waren die Dinger gewesen? Hier war Zink. Die waren noch irgendwo, die waren noch so üppig hier verteilt gerade, oder? Oder irre ich mich da? Okay. Also Zink nehme ich mit. Hä? Waren hier nicht gerade noch diese Pflanzen mit den Kugeln drin?
Okay. Hier gibt es zweimal Zink. Hallo? Wo ist denn... Weißt du, es würde mir schon reichen. Dann hätten wir schon mal drei von diesen Sternendinger da, dass wir drei Polizeisterne haben, nenne ich das jetzt mal. Weil dann brauche ich mich nicht hier anstrengen, mal was abzubauen während des Kampfes und kann mich direkt darauf konzentrieren, dass die Elite einer kommt. Aber dazu muss ich erstmal die Dings finden. Diese Ausrufezeichen da mit den... mit diesen Pflanzen. Ah, das gibt's doch nicht. Was bist du denn? Aluminium. Ja, schön. Ein Riesenpilzstein. Okay, die gibt's anscheinend nicht massig hier, aber die sind anscheinend doch hier verteilt. La 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 la. Da willst du ein bisschen Action zeigen? Was ist? Wirst du im Arsch getreten vom Spiel? Wirst du einfach verarscht vom Spiel? Nee, das funktioniert diesmal nicht mit der Granate. Nee. Jetzt kannst du mich am Arsch lecken, hat das Spiel gesagt. Warte mal. Oder war das hier gewesen an der Station? Nee. Humaiso, oder? Ne. Ich brauche nur eine von diesen Kackpflanzen finden. Vielen Dank, dass ihr noch alle da seid. Ich bedanke mich. So. Zu lange wird es aber auch nicht mehr gehen heute. Ich denke mal so bis 9:30 werde ich wahrscheinlich noch machen. Aber wie gesagt, ich muss die Videos noch hochladen, ich muss noch schneiden, ich muss noch weitere Videos rendern. Das kommt auch noch dazu. Und ich muss noch ein bisschen schlafen, weil ich am Morgen wieder arbeiten muss. Ein bisschen auf der Couch möchte ich mich auch noch ausruhen. So, kann ich denn, gibt es denn irgendwo ein Plätzchen, wo ich diese Kugeln wieder finde? Ich fliege nochmal ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja irgendwo so ein Plätzchen. So. Hui. Ach stimmt, der Patch war ja draußen, ne? Ich glaube nicht, dass ich das Problem habe mit dem ins Weltraum fliegen mehr, weil bis jetzt ist es nicht mehr passiert. Vielleicht ist das ja behoben mit dem aktuellsten Patch, weil wenn man gestartet ist vom Planet, hat man das Problem gehabt, dass man immer ins Weltall geflogen ist. Ich glaube, seit dem Patch ist es nicht mehr. Also bisher ist es bei mir noch nicht gekommen. Ich hoffe mal, dass das so bleibt. So, gibt's denn hier was von den Dingern? Da ist Zink. Da ist auch nochmal Zink. Zink nehme ich mit, komm. Wenn wir schon einmal hier sind. Ganz ehrlich, Zink kann man nie genug haben. Zink, finde ich, kann man nie genug haben. Wir können aber auch gleich mal langsam... Hallo? Ah, hier. Verkaufen gehen. Boah, geil. Wie viel Zink, Alter. Dieser Planet strotzt vor Ressourcen. Das ist der Hammer. Das ist echt geil. Das ist ein Planet, da kannst du hier echt Tage verbringen. Und der ist dabei noch, der sieht noch dabei so geil aus. Also ist jetzt zwar kein wow, hübscher Planet mit Wiese und tralala, aber so. Und hier gibt es jede Menge Gold. Und jede Menge Zink. Hier waren doch gerade noch Zinkpflanzen, oder? Da oben. Einmal links, einmal rechts. Einmal hier. Und einmal hier. So. Gibt's hier noch was von diesen Kügelchen? Hier ist auch zweimal Zink. Einmal hier. Und einmal hier. So.
Okay, das mit der Wächtereinheit, ich glaube, das verschieben wir mal auf einen anderen Stream. Aber ich will das unbedingt mal ausprobieren. Auch im Weltraum. Weil im Weltraum gibt es auch verschiedene Stufen an Einheiten, die, ja, ich sag mal so Polizeieinheiten, nenne ich das mal. Oder Wächtereinheiten, die auch immer gestaffelt sind. Und es soll wohl, so wie ich es gelesen habe, die fünfte Stufe soll wohl einen Riesenkreuzer beinhalten. Das heißt, es kommt ein Riesenfrachtkreuzer auf einen zu, der eine Menge aushält. Und da möchte ich mich nicht rantrauen, also jetzt zumindest noch nicht. Weil, ganz ehrlich, dafür ist mein Schiff noch viel zu klein und viel zu miniaturmäßig. Da will ich was Größeres haben, was Besseres. Das will ich noch ausbauen und das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Ja, bevorstehender Sturm ist super. Kann mir egal sein. La la la. Aber so kommt man wieder bei dem Spiel wieder dann zur Ruhe, wenn man so eine Action hatte, dass man einfach wieder so ganz gemütlich über den Planeten fliegt und denkt so, ja, nichts kann mich erschüttern. Nicht, dass wir hier irgendwie noch was, diese Pflanzen finden mit diesen Kugeln. Ich lande hier nochmal. Scanne nochmal eben die Gegend ab. So. Dann schauen wir mal. Was zeigt er mir denn hier an? Da ist nochmal Zink. Nö. Okay, Zink nehme ich mit. Wie schnell das aber auch abgebaut wird, wenn Sturm ist. Nö, da ist noch mal ein bisschen Zink, das nehmen wir auch noch mal mit und dann, ich glaube, dann fliegen wir mal zur Raumstation und verkaufen mal ein bisschen. So, also wir finden hier echt en masse alles, was wir eigentlich benötigen. So, achso, wir brauchen ja für unseren Anzug, ne, ist ja auch, oder haben wir, ne, haben wir schon repariert. Haben wir. Achso, Wärmeschutz. Ja, können wir auch mal aufladen. Dann haben wir das mal. Mich würde echt interessieren, wie die anderen Planeten noch sind hier in dem Universum. Weil der ist schon echt geil mit den vielen Ressourcen. Da kann man schon ordentlich farmen. So, dann wollen wir mal. Heide Witzgeier, Kapitän. So, ab. Jetzt, wo wir abhauen, weißt du? Aber wir werden ja sowieso auf dem Planeten noch ein bisschen bleiben. Aber erstmal nochmal zur Raumstation. Ich hoffe, ich finde sie. Weil guck mal, da ist auch ein Planet, den wir noch nicht erkundet haben. Da waren wir ja auch noch nicht gewesen auf dem. Ja, da waren wir auch noch nicht. Und die Raumstation ist. Und Alter, guck mal hier, ein grüner Planet. Alter. Wir haben noch jede Menge zu erkunden. Definitiv. Wie nenne ich denn die Galaxie, wo wir sind? Wie wär's mit. Nee, warte mal. Wie wär's mit. Üppiger. Üppige. Grüne Galaxie. So, üppige grüne Galaxie einfach. So.
Hey, 5000 Units, Alter. Geil. So, 10 Sekunden noch, dann sind wir da. Boah, ich dachte, boah, ich habe echt gedacht, der fliegt jetzt dagegen. Wo ist hier die Einfahrt? Jetzt guck mal, wie klein wir sind. Das habe ich letztes Mal schon rausgefunden, wenn man so ein Schiff sieht. Man ist so ungefähr so groß ist man. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man sich eine Galaxie hier vorstellt, ja, stellt euch einfach vor, eine Galaxie ist ein DIN A4 Blatt und ihr macht mit einem Bleistift oder mit Kugelschreiber oder Füller, was auch immer, einen Punkt auf dieses weiße DIN A4 Blatt. So groß sind wir in dieser Galaxie. Es ist abnormal. Das konnte man jetzt gut sehen, wie man das kleine Schiff gesehen hat. Alter, es ist so riesig. Achso, warte mal, wir können ja mal gucken wegen Verkaufen jetzt, ne? Hallo. Wie sieht's denn aus? Besondere Beziehung. Okay, gibt er mir auch gute Preise? Gute Preise, gute Besserung. Alter, Aluminium, Alter. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Okay, ja, verkaufen wir auch. Kohlenstoff, ja. Gold will der bestimmt nicht haben. Pass mal auf. Gold haben wir, glaube ich, auch nur auf dem Schiff, ne? Boah, Titan. Ja, auch Zink. Kriegen wir auf dem Planeten ja auch. Können wir alles verkaufen, weil wir haben ja en masse... En masse... an... Boah, der gibt mir... Achso, 1000. Ne, okay, 1000 sind es nur. Ja, komm, die Eiweißperle. Können wir auch abgeben. Finden wir da ja auch. Okay, das ist der Exo-Anzug. Wie sieht's denn aus mit Gold, meine Freunde? Gold. When you shine, shine like gold. Kann ich das übertragen? Ich übertrage das alles mal. Und dann schauen wir mal, haben wir noch jemand anderes hier, der irgendwie mal... Alter, was bist du denn? Okay. Das sieht von hinten besser aus wie von vorne. Sagt man meistens zu Frauen auch immer. Entschuldigung. War nicht so gemeint. Wer das sowieso hier ernst nimmt, was ich hier sage, der ist sowieso falsch hier. Verkaufen. So, was kriege ich denn für Gold? Ja, 29.000 nehme ich dafür. Alter. Definitiv. Hat sich gelohnt. Alter, boah, guck mal. 8,4 Millionen. Krass. 8,4 Millionen. Ganz ehrlich. Das ist eine Galaxie, die sich definitiv lohnt. Wenn die Preise so beibehalten, steht uns nichts mehr im Wege. Dann auf jeden Fall. Weil dann definitiv. Wenn ich dann noch hier ein vernünftiges Schiff kriege, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Huch. Weil die Schiffe sind mir alle definitiv zu klein und die sind vom Aussehen her auch nicht so... Bist du denn... Ein Schiff ohne Flügel. Sieht komisch aus. Das sieht mir merkwürdig aus, das Ding. Ich will nicht wissen, was der dafür haben will. Der nimmt bestimmt... Ah, gut, vielleicht 5 Millionen. Würde ich jetzt mal... Wehrpflicht... Was stand da? Wehrpflichtiger? Wehrpflichtiger. Ja, Hakuk. Aha. Ich sag 5 Millionen. Na, was habe ich gesagt? 5,7 Millionen dafür, für 28 Plätze. Und der eine hatte, glaube ich, 32 oder 35 für 13 Millionen oder 15. Ob so ein Schiff hier auch wieder ankommt? Interessant. So. Ich werde hier nochmal speichern, indem ich einfach aussteige. So. Ja gut, und würde damit sagen, das soll es auch für heute gewesen sein. Ja, in der Let's Play Live Show. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken an die Zuschauerzahl, die Stange gehalten haben. Ja, die 6 Leutchen. Und nochmal gewonnen. Ich wünsche euch jetzt... Alter, warte. Was sehen meine Augen denn da? Moment. Moment. Thank you.
Eindringling. Na, nee. Ich will schon was Großes haben. Also, es soll schon größer sein. Okay. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch einen restlichen schönen Sonntagabend, Sonntagnacht, wie auch immer. Und wir sehen uns dann nächsten Freitag in der Let's Play Live Show oder in meinen Videos auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und wir uns da wiedersehen. Oder wie gesagt, am nächsten Wochenende, nächsten Freitag, den Samstag ab 20 Uhr, werden wir ja wieder fleißig was aufnehmen. Ja, Sümmelbild haben wir ja durch, Gott sei Dank. Mal gucken, wir müssen Beyond Two Souls weiter. Achso, unser Order. Da werden wir wahrscheinlich nächstes Wochenende weiterspielen, The Order. Und Beyond Two Souls. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Wünsche euch jetzt, wie gesagt, einen schönen Abend und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.